Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren heute die Leitlinien, die 13 Jahre nach dem Aktionsplan Zivile Krisenprävention den neuen Rahmen geben sollen für das Krisenengagement dieser Bundesregierung. Wir sind in Zeiten, in denen die Krisen nicht weniger werden, sondern mehr. Und wir haben in den letzten Jahren nicht nur schmerzlich gelernt, das wussten wir auch schon vorher, dass Frieden immer mehr ist als eine Waffenruhe, sondern auch wir haben gelernt und lernen müssen, wie schwer es ist, diesen Frieden zu schaffen. Wir brauchen dafür nicht nur in der Prävention mehr Mediation, mehr Kapazitäten in dem Bereich, sondern auch mehr und bessere Rechtsstaatsförderung, Sicherheitssektorreform, Versöhnungsarbeit, ganz konkrete Friedensarbeit vor Ort. Das ist ein breites Spektrum, über das wir heute diskutieren und das extrem wichtig ist, um vor Ort überhaupt Frieden wieder denken und voranbringen zu können. Und diese Felder brauchen Expertise, sie brauchen Personal, sie brauchen Geld, politischen Willen und vor allem einen langen Atem. Wir wissen alle, dass es meistens nicht schnell geht, weder in Monaten noch Jahren, sondern wir eher in Jahrzehnten denken müssen, wenn wir über Frieden schaffen reden wollen. Und angesichts dieser Herausforderungen sind diese Leitlinien leider wirklich eine große Enttäuschung. Es gibt einfach hauptsächlich sehr vage Absichtserklärungen. Da steht dann drin, wir wollen Mediation mehr machen. Ja, aber wie viel wollen Sie denn bis wann erreichen? In welchen Bereichen soll denn Deutschland seinen Schwerpunkt legen? Wollen wir das Gleiche machen wie Finnland, wie die Schweiz, oder sieht Deutschland für sich eine andere Aufgabe? Leerstelle, keine Antwort darauf. Es gibt zwei andere Beispiele. Herr Gabriel, Sie selber haben die Polizeibeamten erwähnt. Sie haben gesagt, das ist ein sehr wichtiges Engagement. Haben Sie recht, weil Aufgabe von Staatlichkeit ist es, Gewaltmonopol durchzusetzen, am besten zivil. Die Vereinten Nationen haben das als Aufgabe, über 13.000 Polizeibeamte, von denen sind aktuell 32 aus Deutschland. Das ist eine für Deutschland, für unsere Verantwortung einfach blamable Anzahl. Ich hätte mir gewünscht, dass, wenn Sie so ein Papier schreiben, dass Sie dann ein Ziel setzen, wie die Schweden es getan haben. Die sagen, 1% der Polizeibeamten sind in internationalen Einsätzen. Das wäre mal eine Zielvorgabe. Das wäre ambitioniert. Das hätte ich von Ihnen erwartet. Oder ein anderes Beispiel. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, Expertise gut herauszuarbeiten. Wir haben eine Stiftung dafür gegründet, damals Deutsche Stiftung Friedensforschung, haben zu wenig Stiftungsetat. Diese Leitlinien hätten sagen können, wir verdoppeln den Stiftungsetat. Lauter konkrete Ziele, die man sich hätte geben können, auch dort eine absolute Leerstelle. Und jetzt muss ich einen Punkt erwähnen. Herr Gabriel, Sie haben gesagt, das Primat des Politischen muss gelten. Aber die Leitlinien bringen einen zentralen Rückschritt. Bis jetzt war die Ressortabstimmung in Hand Ihres Ministeriums, des Auswärtigen Amtes. In Zukunft ist es in der Hand des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums. Dass Sie dem zugestimmt haben, Herr Gabriel, und hier so große Reden dann schwingen vom Primat des Politischen, das ist doch nichts anderes als wirklich eine Heuchelei. Das ist einfach eine Enttäuschung. Sie hätten da stehen müssen. Das Primat des Politischen, genau das ist es, was gelten muss, und nicht gemeinsam mit anderen Ministerien. Man kann übrigens auch fragen, warum eigentlich nicht das Entwicklungszusammenarbeitsministerium, warum Verteidigung? Es ist klar, hier geht es um die Zukunft des Auswärtigen Amtes, Primat des Politischen, haben Sie nicht mehr durchgesetzt. Wir Grüne, wir wollen stattdessen einen Rat für Frieden, Menschenrechte und Nachhaltigkeit, eine Art Friedens-TÜV, wo alle Maßnahmen der Regierung, sei es Rüstungsexporte, Handel, Landwirtschaft, daraufhin überprüft werden müssen, ob sie dem Auftrag unseres Grundgesetzes, dem Frieden in der Welt zu dienen, auch wirklich entsprechen. Das ist nämlich der Auftrag des Grundgesetzes an alle Ministerien und nicht nur an eines. Und das muss endlich durchgesetzt werden, dass wir diesem Auftrag auch gerecht werden. Und Sie, mehrere haben erwähnt, dass unglaublich viele Menschen für Deutschland in der Welt unterwegs sind und für den Frieden arbeiten. Es gab eine vor kurzem eingeführte Tradition, den Tag des Peacekeepers. Leider hat Ihre Regierung den Termin diesmal abgesetzt und es wurde verschoben auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gibt dafür noch kein Datum. Das ist auch das falsche Zeichen an all diese Menschen da draußen, dass man schon im dritten Jahr dann wieder sagt, jetzt haben wir doch nicht mehr den Termin, sondern wir werden irgendwann mal gucken, wann wir das im Herbst während der Koalitionsverhandlung irgendwann machen. Auch das ist das gegenteilige Signal für diese Menschen. Eigentlich müssten die eine super Ehrung bekommen und nicht gar keine Ehrung. Und
Letzter kurzer Punkt, Herr Hart, Sie haben noch mal erwähnt, dass wir das im europäischen Rahmen machen sollen. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Und die europäische Sicherheitsstrategie ist sogar so weit gegangen, dass Sie gesagt haben, die Zielsetzung der EU muss der Preemptive Peace sein, ja, der wirklich der vorbereitende und durchsetzende Frieden. Da gibt es ein ganz konkretes Projekt, dem Deutschland endlich mal beitreten könnte, das Europäische Friedensinstitut, was viele Länder dieser Europäischen Union gegründet haben, um genau in diesen Situationen mehr Europa voranzubringen. Auch dort ist Deutschland immer noch nicht Mitglied, auch nicht als Zielsetzung der Leitlinien. Da könnten wir ganz konkret Europa stärken, gemeinsam vorangehen, auch hier eine Leerstelle. Von daher hoffe ich, dass wir im September andere Mehrheiten haben, Primat des politischen Frieden in dieser Welt zu dienen. Das ist die Aufgabe, die sollten wir gemeinsam dann angehen. Vielen Dank, Franziska Brandner. Nächster Redner, wenn er ausgelacht hat, Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.